Ja, hallo. Herzlich willkommen zurück bei der nächsten Folge Forspoken. Bonusrunde. Ich wollte nach Arbolet und dann bin ich in diesen Sturm geraten und die wollen mich alle hauen. Ich gehe weg. So. Ah, hier hat Prafs Prozess stattgefunden. Ja, ich hatte ja schon oft mit dem Gesetz zu tun, aber das war mal so richtig krass. Da rennt einer rum. So, okay. Eine Begegnung mit der Vergangenheit. Kämpfe gegen Tanta Bruff. Ja. So, die Zwischensequenzen, die werde ich überspringen. So, hier waren wir zum Prozess. Sieh an, die Invasor. Ja, Invasoren. Hier sind wir ins tiefe Wasser gesprungen. Du lebst nur fort, wenn du obsiegst. Mann, ich dachte, die New Yorker Justiz wäre mies. Ach, von mir aus. Los geht's. Ah, easy going. Go. Die Probe beginnt. Die Bühne ist bereit. Komm, das Schicksal gibt dir das Geleit. Wir müssen also heute diese kleine Versammlung auflösen. Hm. Weiter nichts ist. Aua, 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 aua. Wow. Aua. Mal vom Himmel holen hier. Vorsicht, aus der Distanz sind sie gefährlich. Sag mal. So, futsch. Ja? Ah, wollte schon sagen. Haben da Böcke? Hast du keine Schergen mehr zum Verballern? Mir ist langweilig. Versuche bitte, sie nicht zu groß. Bitte. Aua. Das sind doch nur drittklassige Handlanger. Oh, Alter. Oh, bisschen Rundum-Angriff hier machen. Dann hat sich der Fall ruckzuck erledigt. Zack, und schon ist es vorbei. Sie zweifelt nicht an ihrem... Nein. So, die sind fies. Die sind fies, die Viecher. Okay, ich geb's zu. Die Sache geht mir allmählich ordentlich auf den Sack. Die muss man so schnell... Bop, bop, bop. Voll auf die 12. Die da gehen mir auf den Sack. Die machen schon... Aua. Mann. Die machen schon Damage. Den weich ich im Schlaf aus. Oh. Aua! Alter! Oh. Ich will einfach nur den Leuten hier helfen. Infamer Dämon. Schamlose Heuchelei. Ist so böse wie deine Lügen. Es ist ihr Ernst. Die Not ist echt. Ein faires Urteil ist ihr Recht. Recht? Sie hat keine Rechte. Absurd. Oh. Lächerlich. Ah, hier kann ich... Hä? Da hinten ist ja auch noch einer. Au, aua, Alter. So, der ist putt. Oh, Alter. Okay, der war unfair. Der Tempel tut, verdammt die Welt. Ohne Balance, da taugt sie und fällt. Sie ist eine Kriminelle. Ihre Sünden sind unverzeihlich. Oh, 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 oh. Ignoriere sie. Zerstöre sie. Yo, sag deiner verrückten Seite, dass ihr das später privat klärt. Aua, Mann. Dieser ist ja auch gleich futsch. Hallo. 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 Oh ja. Mal dicken Klotz. Oh, scheiße. Reicht nicht. Nicht weg. So.
Nächste Etappe. Nächste Etappe. Ah. Und jetzt kommt Prafs selber. Du hast sie anscheinend so sehr als sonst gesehen, wie ich selbst die Bühne schlüssig mache. Ich wollte echt nicht gegen noch einen Pater kämpfen. Ja, du hattest keine Wahl. Sie war nicht für Abo mit mir zu gehen. Zack! Flieg, flieg! Dein Grab wartet in den dunkelsten Tiefen! Boah, ich will ich will Sonnenangriff eigentlich haben. Sie ist abgelenkt. Das ist deine Chance. Lass mich los. Ja, nice. Werden keine Strafen mehr zugemessen. Verrat! Du stehst im Bunde mit der Angeklagten. Schweig! Schweig! Ja, ordentliche Breitseite ausgeteilt. Die Probe muss enden. Nein, nein, nein! Nicht, dass ihre Schizophrene. Richterin. Keine Panik. Bleib ruhig und warte auf deinen Einsatz. Hä? Was? Was? Fleh um Gnade! Die weiß ich ja. Sie sammelt ihre Kraft. Es ist diese riesige Kugel. Kraft will sie zur Explosion bringen. Was? Okay, die große Kugel. Nein! Nein! Der Prozess ist nicht vorbei! Gib endlich auf, okay? Ich bin nicht schuldig. Ich sagte doch Argumente. Die war schon sehr schizophren, Junge, mein lieber Schulli. Mein Urteil steht fest! Ob sie schon immer schizophren war? Du musst aus dem Wasser heraus, schnell! Ha, warum kannst du deine eigene Schuld nicht sehen? Boah, ja. Das mit diesem Angriff ist schon... Schon echt stark eigentlich. Da schießt du ein paar Mal rum. Und dann kannst du schon sehr viele Angriffe auf einmal setzen. Doch. So. Damit das mal klar ist. Verdammter Dämon. Genau. Ich bin echt die Beste. Ja, nicht schlecht. Ich sollte mich wohl öfter reinhängen. Bleispross erhalten. Sehr schön, wir sind absolutely 15.000 ist normal die höchste Stufe, die wir kriegen können. Wir haben 28.000, wir haben fast 30.000 gemacht. Schon wieder gerade der Encoder rumgesponnen, ne? Ich hab's im letzten Moment noch gesehen. Ich versuch's dann mal woanders. Tanta Praf, eine neue Erinnerung wurde freigeschaltet. Du kannst sie durchspielen, wann immer du möchtest. Ja, das machen wir ja jetzt noch. Jetzt kommt ja Urlas. Oh nein, ob wir nochmal gegen Reif kämpfen müssen? Da hätte ich jetzt eigentlich nicht so Lust drauf. Ich verstehe das hier nicht, weißt du? Ich mach das jedes Mal... Ich setze das Ding jedes Mal, aber irgendwie zählt das nicht. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Und ich vergesse andauernd, mich zu teleportieren. Olas. Olas, 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 da. Da, ach Quatsch. Ja. Visorias Burg. Moin. Wir gehen mal jetzt einfach hier durch. Wir rushen mal ein bisschen. Ha.
Da hinten ging's weiter. Ich hab's gesehen. Hä? Wie klettert sie denn? Du hast doch den Parcours, meine Liebe. Voll daneben gelaufen. Ich hab's gesehen. Ich weiß gar nicht, wann ich diese Folge veröffentliche. Da hinten rüber müssen wir. Warte mal. Ah. Stimmt. Hier war ja alles safe. Kleiner Moment, kann ich vielleicht noch irgendeinen Zauber erlernen, der mir eventuell was bringt? Hier haben wir alles. Feuermagie. Eigentlich ja nicht. Blitzmagie. Komm, wir könnten ja ein bisschen vielseitig hier mit der Angriffsmagie. Der Blitze. So, ballern wir das auch noch. Vielleicht bringt es uns ja was. Zack. Wunderbar. Ja. Blitzspeer. Okay, das sieht schon cool aus, ne? Guck mal. Ah, wir schweben. Guck mal. Cool. Okay, das ist ein Flächenangriff, der in dem Bereich alle halt markiert. Okay, interessant. Stimmt, hier war ja diese Riesenbibliothek. Herstellen. Arson, Heiltrank. Wo ging es denn weiter hier? Hier? Ah ja. Olas! Obwohl, Olas? Warte mal, Olas war doch gar nicht mehr. Als wir die Burg betreten haben, war sie doch tot. Gegen wen kämpfen wir denn jetzt? Weil es hat ja kein Kampf in dieser Burg stattgefunden. Oder erleben wir einfach diese Fake-Welt, diese Fake-Realität. Finden wir uns dort wieder. Genau. Ich glaube, wir gehen in die Fake-Welt, oder? Oh, haben wir hier nicht Olas Leiche gefunden? Ja. Ja. Oh, und du Wichser bist mir in den Rücken gefallen. Da sagt er nichts. Kämpfe gegen den Wächter der Illusion. Okay. Ah ja, alles klar. Gut, war klar. Frey muss erneut gegen den formidablen, unwissenden Gelehrten kämpfen. Okay, alles klar. Das kriegen wir hin. Na los, spring. Spring! So, wo ist der formidable
Penner. Formidable Pet. Ach, der war das. Formidabel. Tschüss! Olas, du dich hier festhalten. Und wenn du hier stirbst, bleibst du hier immer gefangen. Toll. Hör mal. Wenn ich mich wieder von ihr Kürre machen lasse. Ich werde hier sein, um dich zu verstanden. Keine Sorge. Okay. Was hast du davon, Edgar zu retten? Die anderen benutzen dich nicht für ihren Zweck. Oh, oh. Wo ist der Typ? Deine Füße sind ein bisschen vorhersehbar. Achte darauf, was du spürst und hörst. Aua, Alter. Oh, komm schon. Naja, der hält nicht so viel aus, Gott sei Dank. Na, hallo, hallo. Lass mich dein Leid nehmen. Toll, es ist unsichtbar. Das hat mir noch gefehlt. Wenn du nicht aufhörst zu jammern, wirst du es nicht kommen. Hoppapa. Da ist er. Die Wahrheit ist ein zweischneidiges Schwert. Wow. Geh nicht näher. Sie wird in deinen Verstand einbringen. Oh ja, nice. Boah, unsere Wassermagie ist... Es ist vor dir. Nee, da. Dieser Realität zu entkommen, übersteigt deine Fähigkeit. Tja, das habe ich das letzte Mal gesehen. Füge dich. Hey. Es ist vor dir. Nein. Da hinten. Natürlich. Hier, friss Wasser. So, der ist ja nochmal jetzt futsch. Watsch. Mein teuer Diener. Warst wohl doch nicht so super toll, Alter. Ich dachte, sein Tod würde uns aus dieser Illusion befreien. Aber es ist nichts anders. Warte. Du meinst aber nicht, dass wir für immer hier festsitzen. Ah nee, der war ja nicht tot, ne, glaube ich. Da kam ja, glaube ich, noch was. Eines muss ich dich lehren, Frey. Hä? Nämlich, dass dich nichts als Verzweiflung erwartet. Was zum... Ich dachte, das Ding wäre tot. Nein. Jetzt höre ich nichts mehr. Wirklich? Wie ist es jetzt? Ive, kannst du mich hören? Ja, ich höre dich laut und deutlich. Okay, ich kann wieder hören. Wenn dieser Traum über dir einstürzt, wirst du darunter... Boah, gut, dass unsere... Voll auf die 12. Gut, dass unsere Wassermagie momentan so stark ist. Oh ja, guck mal, was wir dem an Schaden abgezogen haben. Ich bräuchte einen so mächtigen Angriff. Dann täte er, glaube ich... Okay. Wasser. Kannst du das bitte lassen? Ich kann nichts mehr sehen. Beruhige dich. Es ist nicht von Dauer. Aua. Es ist wieder dieses Kraftfeld, Frey. Weiß schon. Finger weg, oder? Exakt. Oh, Mann. Es wird schlimmer, je länger du darin bleibst. Ja, ich wollte doch weg. Also. Ray, bist du noch bei mir? Ja, ich bin noch da. Meine Magie klemmt, Mann! Probiere was anderes. Toll. Kann keine Angriffsmagie einsetzen. Ach ja, irgendwie so war das ja, ne? Okay. Magie funktioniert wieder. Das hört man ja. Kannst du dich benutzen? Kann ich! Meine Fresse! War das so schwer? War der so auf Achse, der Typ? Fuck. Ray, halte durch. Aua. Schon wieder Mist. Hab dich. Ich werde nicht aufgeben. Nein, will ich auch nicht. Oh, diese scheiß Trugbilder, ne? Die gehen mir auf den Sack. Wo ist er?
Ja, nice. Gleich ist er futsch. Aua! Mist! Ja, ja, da, da ist er, da ist er, da ist er. Eine Wasserkugel war es noch. Ich bin echt die Beste. Ja, nicht schlecht. Ich sollte mich wohl öfter reinhängen. Oh, Schillerspross. Sehr schön, 20.000 Punkte war Ziel. Wir haben 1 und 3, wir haben fast 32.000 gemacht. Boah, unsere Wassermagie hat sich gemausert. Unsere Wassermagie hat sich wirklich gemausert. So, jetzt haben wir alle 4 Tantas. 3. Ich versuch's dann mal woanders. Ein bisschen erklärt, das wäre entscheidend. Gib dich nach Chuck Paul. Eine Begegnung mit der Vergangenheit. Okay, es geht doch noch weiter. Hä? Hallo? Ah, warte mal. Kann ich nicht schnell reisen? Ich kann doch bestimmt schnell reisen. Wo ist denn Chuck Paul? Ah, da hinten. Oh, wie weit. Okay. Oh, jetzt kämpfen wir gegen Raif. Jetzt machen wir den Kampf gegen Raif nochmal. Okay, da werde ich aber speichern. Da werde ich aber definitiv speichern. Vorher gebe ich den Kindern das Bild. Hast du noch mehr Bilder vom Umland? Oh ja, haufenweise. Oh, das ist so hübsch. Sowas habe ich noch hübsch nie gesehen. Wow, herzlichen Dank. War mir ein Vergnügen. Sepia benutzen. Vintage. Rahmen 2. Schön. 20 von 30. Es ist einfach nur, um Filter freizuschalten. So, ach, hier unten. Nee, hä? Jetzt hat er eine andere Mission hier ausgewählt. Der Arsch. Hier. In der Erde hier. Hier. Gib dich. Ah, so. Begegnung der Vergangenheit. Das ist 100 pro der Kampf gegen Raif. Anders geht's ja bald gar nicht. So, ich kann ja laufen. Grüß dich. Ist sie gerade bergauf gerollt? Moin, macht Platz. Die Hüterin von Athia kommt. So, kleinen Moment. Da speichere ich mal gerade. So. Ja, kann er nur. Gute Güte. Es ist bewundernswert, was du aus der Vergangenheit lernen willst. Aber es wird kein gutes Ende nehmen. Sagt der Verlierer. Ich versohl dir den Hintern gleich nochmal. Ja, wir kämpfen nochmal gegen Raif. Nun gut. Die haben seine scheiß Superangriffe, ne? Gut. Mal schauen, ob es diesmal besser läuft.
Susurrus, ich komme. Du bist Legend. Du hast deine Mutter sterben sehen und willst trotzdem gegen mich kämpfen. Aua! Glaubst du, kannst du mich besiegen? Klar kann ich das, du lügendes Stück Scheiße. Aua, Scheiße. Ich habe nie gelogen. Niemals. Ich stehe zu jeder Wort. Ohne mich bist du mein Niemand. Ich habe dir nur das gesagt, was du hören wolltest. Okay, dann bist du eben ein hinterlistiges Stück Scheiße. Und tu nicht so, als wäre ich dir was schuldig. Ohne mich wärst du doch in diesem ollen Pfandhaus versauert. Du hast mich gebraucht. Wenn ich an, das du Alter, 4000. Das ist ein schöner Flächenangriff, muss ich wirklich sagen. Der ist schon geil. Aua, Alter. Voll auf die 12. Yep. Wo ist er? Oh. Hier kann ich. Aua. Tanz für mich. Hä? Wo bin ich? Bist du bereit, den Tod ins Auge zu sehen? Was willst du von mir? Lande. Meine Geduld geht zur Neige. Okay, er ist weg. Wieder. Steht auf. Gehorcht. Blindhoff loszufeuern bringt nichts. Oh, Alter. Sie treffen, was weh tut. Boah, geil, Alter. Wie so ein Eismesser, was sich durch die Mengen frisst. Hey. Ohne mich wärst du niemals so weit gekommen. Ohne mich wärst du auch ziemlich aufgeschmissen gewesen. So, wo ist er schon wieder? Nein! Oh, komm schon! Das hat schon wehgetan. Nutzlos. Boah, sag mal. Wo willst du hin? Gib auf und verzweifle dich! Fortfahren! Ich will gerne weg. Nee. So, hier, ich brauche ein bisschen. Geschön. Ich brauchte ein kleines bisschen. Du bist die Nächste. Yep. Boah, Alter, da schmeißt er von da hinten so zielgenau, oder was? Na also. Boah. Okay, warte. Ich brauche noch mal... Scheiße. Ich bräuchte eigentlich ein bisschen Energie. Die vereinten Kräfte aller Kantos konnten mich nicht aufhalten. Warum glaubst du, du könntest allein triumphieren? Ah, warte. So. Sehr schön. Ja, weiß ich. Du wirst vernichtet werden! Hier bin ich ein bisschen safe. Dieses Land ist jetzt schon so gut wie tot. Warum willst du das Unvermeidliche hinlassen? Ich bin stur, schon vergessen? Das weißt du besser als jeder andere. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Ja, nice. Ergib dich deiner Pein. Dein Widerstand ist zwecklos, denn du hast Zerstörung nicht beschützt. Ja, nice. Ja? Wieso klingst du denn dann so saunervös?
Ja. Ja. So, der einfache Teil ist fertig. Okay, kleinen Moment. Ich muss hier was ändern. So. Sicher. Ich sehe ab und zu im Bildschirmrand, dass mein Encoder sich wieder beschwert. Boah, ist das ätzend. Nur einem Rechner, das ist furchtbar. Naja, kommt noch. Komm, lass mich, Feuer frei. Ja, das kommt häufig vor. Nicht viele Leute sehen mein... Nein, meine Wut und Verbitterung. Aber ich sehe deine. Du bist sauer auf die Tantas. Du würdest alles tun, um dich zu rächen. Und es stört dich nicht, wenn Unschuldige dafür sterben müssen. Ich hab dein Bullshit so dermaßen satt. Du bist verantwortlich für dein Handeln. Ja. Oder auch allerhöchste Zeit. Boah, ich muss sagen, der Nahkampfangriff ist eventuell gar nicht mal so schlecht gegen den. Oh. Ah, scheiße. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Hey, erneut versuchen? Leck mich. Glaubst du, dein Sieg wird für Gerechtigkeit sorgen? Ja. Gerechtigkeit ist mir scheißegal. Ich will dir einfach nur in den Hintern treten. Ich wurde geboren, Autsch. Um Ethia zu vernichten. Seine Bewohner, seine Tantas, alle müssen sterben. Denkst du, du kämpfst für das Gute? Wie viele hast du getötet? Zu viele. Aber ich werde wieder gut. Autsch, scheiße. Und dich aufhalten. Der war ungeplant. Voll auf die 12. Aua. Ich muss hier weg. Bringt nix. Tschüss. Warum nimmst du dafür so viel in Kauf? Weil ich dir die Freude an sich nicht gönne. Nein! Hab dich! Nicht weg! Ja, der hat auch gesessen. Muss auf! Ganz weit weg einfach. Hä? Du wirst mir nicht entkommen. Lass mich. Bist du bereit? Frey, komm schon. Scheiße. Ja.
bisschen auf Distanz ein bisschen gehen. Bist du bereit? Boah, schon wieder. Warum? Warum stehst du noch? Weil die Leute sich auf mich verlassen. Kannst du es spüren, Ralf? Den Anfang vom Ende? Wir werden sehen, wer übrig bleibt. Ja. Sehr schön. Wir haben einfach mal so einen Power-Angriff gemacht. Okay. Yep. Okay. Alle müssen sterben. Aus Ressias Asche wird eine neue Welt entstehen. Der Wille der Reddick muss geschehen. Oh oh. Na, komm! Ich habe die ganze Zeit versucht wegzulaufen, aber ich will nicht mehr vor meinen Problemen fliehen und auch nicht vor dir. Boah, immer noch diese Scheißvögel hier. Wenn alles vorbei ist, werde nur ich übrig. Was jetzt? Ich gehe. Boah. Immer diese komischen, mächtigen Angriffe, weißt du, gegen denen du nichts machen kannst. Ja, komm. Bring wir es zu Ende. Ralf, ich kapiere nicht, wieso. Du wirst es nie kapieren. Wie könntest du, du nutzloses, niederes Wesen. Hast recht. Vielleicht kann ich's nicht. Aber eins ist sicher, du bist nicht allein. Auch wenn es dir so vorkommt. Bitte. Fast vergessen. Diesmal ging's einfacher. Kommt ein Vöglein geflogen. Zack. Boah, die Augen, ne? Du gehst nirgendwo hin. Und ich auch nicht. Sie hat die Lippen bewegt? Geile Scheiße. Wärst du doch nur immer so erfolgreich. Behalt's für dich, Ralf. Ralf. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. 31.000, 15.000 war Ziel. Pff, easy going. So, und jetzt? Ende. Jetzt sind wir sie alle nochmal durch. Ja, was für eine überaus nostalgische Reise in die Vergangenheit. Ich krieg das hin. Ich finde raus, wie ich diesen Ort retten kann. Und dafür werde ich mir den Arsch aufreißen. Susurrus wurde eine neue Erinnerung wurde freigeschaltet. Du kannst sie durchspielen, wann immer du möchtest. Eine Begegnung mit der Vergangenheit abgeschlossen. Wunderbar. So. Ich würde sagen, hier sind zwar noch einige Abstecher,
Aber ich habe mich entschieden, hier ist auch noch ein bisschen was zu erkunden. Ich habe mich dazu entschieden, dieses Spiel erst einmal ein kleines bisschen ruhen zu lassen. Vielleicht, ich kann es nicht versprechen. Ich kann es einfach nicht versprechen, weil noch so viel anliegt demnächst. Resident Evil 4 bin ich gerade am Aufnehmen. Und noch ein anderes Spiel, von dem ich jetzt nicht erzähle, ist auch in der Mache, beziehungsweise steht kurz vorm Anfang. Und ja. Vielleicht. Obwohl, dieses Spiel fällt mir jetzt gerade ein. Dieses Spiel eignet sich eigentlich hervorragend um Aufnahmelöcher zu füllen. Es gibt noch so viel zu entdecken hier, noch so viel zu erkunden. Ich würde sagen, das machen wir so. Entscheidung revidiert. Ich werde dieses Spiel weiterspielen. Und zwar mit dem Ziel, alles abzuschließen hier. Alles abzuschließen nach und nach. Die Folgen, die wären dann nicht allzu lange, weil das ist ja alles Arbeitszeit. Das ist alles Arbeit, die ich da investieren muss und Zeit. Die werden sich, denke ich mal, so auf eine halbe Stunde begrenzen. Halbe Stunde bis 35 Minuten. Kommt drauf an. Vielleicht auch mal unter 30 Minuten. Aber das... Was sind das? Eliminiere den Feind. Vielleicht auch mal unter 30 Minuten. Es kommt halt drauf an, wie was passt. Aber ansonsten ist das Spiel dann jetzt... Das hier ist die letzte, habe ich eigentlich schon in der letzten Forspoken-Folge gesagt. Das hier ist jetzt definitiv die letzte Forspoken-Folge, die ich als reguläres Let's Play abhandle, als Bonus. Die anderen Folgen werden zwar fortlaufende Nummern haben, dass sie in die, die Playlist reinpassen, aber das andere werden... Ich glaube, ich werde sie Folge für zwischendurch, werde ich sie nennen. Genau, Folgen für zwischendurch. Oder irgendeinen anderen Namen, vielleicht fällt mir ja noch was ein. Aber wenn ich hier sehe, hier gibt es noch genug, noch abzuarbeiten. Also, und warum nicht? Es gibt unter euch ein paar, denen macht es Spaß, mir so beim Erkunden und Vervollständigen zuzuschauen. Da sind diese Erkunden und Vervollständigen Folgen sehr beliebt, was mich sehr freut. Und denen würde ich ungern den Spaß vermiesen, diese Welt mit mir nicht zu erkunden und zu vervollständigen. Ja, also dann würde ich sagen, war es das hier denn mit dem regulären Let's Play. Das hier ist die letzte Bonusfolge. Mit dem Abschluss der Mission Begegnung mit der Vergangenheit. Ich hoffe insgeheim, dass es, obwohl ich es nicht glaube, das Studio wurde ja aufgelöst. Also das Team wurde ja aufgelöst, Luminous und so. Ja, schade. Aber wer weiß. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht wird es ja über die Jahre beliebt. Vielleicht gibt es irgendwann ein DLC, wo die Geschichte ja weitergeht. Wenn es ein DLC gibt, dann werde ich dies auf jeden Fall spielen. Dieses Spiel hier hat es mir angetan. Es ist ein wunderschönes Spiel. Nicht perfekt, aber ein Spiel mit sehr viel Herz
und Leidenschaft, genauso wie ich mein Let's Plays mache. In diesem Sinne verabschiede ich mich, bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge, entweder bei Forspoken, wenn wir die Welt erkunden, oder bei einem anderen Let's Play. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Overplayed and out. Tschüss.